Hallo Leute, was eine Aussicht! Das ist Episode 230 und wir gehen zum Tempel. Eigentlich zur Statue, aber okay. Statue von Meridia, um genau zu sein. Das ist ein Zwergenbogen, er ist wunderschön und wir werden ihn niemals als Magier brauchen. Aber das ist mir doch scheißegal. Ja, das ist es. Egal, wir haben Seht euch meinen zerfallenen Tempel an! Ich sehe keinen. So viel Wenn zu Sie der Beständigkeit der Sterblichen. Wie kann meine zu ihrer Hand da reden gerade zwei Stück. Und ihren Herzen. Das war verwirrend. Okay, tausche den Stern aus. Wow, was passiert da? What the fuck? Und wo sind wir jetzt? Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach dem Rand zurückkehrt. Ich kann fliegen. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Das ist Meridia. Der Totenbeschwörer Malkoran. Ich will in den Himmel gucken, der ist schön. Mit abscheulicher Verderbnis. Sieht das episch aus. Klappe, Meridia, guck dir den Himmel an. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Sollte ich der zuhören? Zu begehen. Irgendwas mit Zeichen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher. Damit ihr mein Champion werdet. Ja, kein Thema. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Das habe ich schon mal gemacht für jemand anderen, deswegen warum nicht? Erzählt mir mehr über dieses Artefakt. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher, denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet. Das cool. über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ja, das klingt ganz Ihr schick. Werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Alles klar. Ich mache es. Natürlich. Ich habe es befohlen. Ja. Jetzt gilt. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Hab ich vor, wenn du mich mal gehen lässt. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel. Und er hört auf meinen Befehl. Aha. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Mach mal. Führt dieses Licht durch meinen Tempel. Dann werden seine Türen sich öffnen. Jo. Ist echt klasse für uns alle. Alter. Oh, alles leuchtet. Ich bin wieder unten. Geil. Geleite Meridias Licht durch den Tempel. Wo ist das Licht, bitte? Ich schätze mal das Licht, oder was? Keine Ahnung, die labert wieder. Wohin genau sollen wir? Ach, da unten ist irgendwas. Ach, das ist ein Tempel eigentlich. Ach so. Gehen wir einfach rein. Einfach rein. Alles niederrotzen und... wieder raus und dann gelobt werden. Hey, Lysia, du bist so eine geile Sau hier. Du kannst das und das haben. Ist eh immer dasselbe. Warum ist da alles so dunkel? Oh Gott. Ich sehe schon kommen. Die wollen alle meine Eier. Alle wollen sie immer meine Eier. Ich bin schon mit meiner Seelenpfanne bereit. Die müssen einfach nur in meine Nähe kommen einmal. Und dann raste ich direkt bei denen aus. Da vielleicht Gold drin, da? Nein. Ha, eine Tür. Ha, eine verschlossene Tür. Ohne Schalter. Zumindest nicht, dass ich ihn sehe. Verweste Leiche mit 100 Gold. Völlig normal. Ich meine, ich wäre eine verweste Leiche mit fast 10.000 Gold. Okay, irgendwie geht's da arg lang, aber da war eine Tür. Ich will die Tür öffnen. Da wird's wohl irgendwo... Ah, okay, das ist nur so... Wahrscheinlich eine kleine Schatzkammer. So eine Mini-Schatzkammer. Oh, ehrlich jetzt? Danke sehr. Ach, und da ist ein Hebel. Cool. Sieht doch klasse aus. Also ich stelle mir da eine Falle vor. Sah nicht so aus, als hätte ich eine aktiviert, aber... Beschaffe einen makellosen Rubin. Hey, geh mal weg.
Kannst du mal aus dem Weg gehen? Sonst muss ich dich leider töten. Tut mir leid, ne? Ach Gott, du nervst. Immer bist du im Weg, ehrlich jetzt. Danke sehr. Konntest du nicht gleich einfach so verschwinden? Genau so war das perfekt. Da scheint ein Licht zu sein. Seelenfalle ist bereit. Da waren Streitkolben. Ich weiß nicht, sieht aus nach Gegnern. Aktivieren Sockel. Was macht er jetzt? Ach so. Und nun? Bringt mir das irgendwas? Also irgendwie bringt mir das gar nichts. Ich gehe einfach weiter. Scheiß drauf jetzt. Oh, noch eine verweste Leiche. Noch mehr Gold. Cool. Soll mich nicht stören. Oh Gott, scheint das. Oh Gott, Gegner. Ehrlich, was sind das für Gegner? Scheiße. Aber ich kann von denen die Seelen fangen, deswegen sind es coole Gegner. So. Ach, das ist ein Schatten. Das ist ein Schatten, ist es. Hammerhart. Von dir will ich auch die Seele. Dass sie überhaupt Seelen haben, ist halt arg komisch, aber die sehen auf jeden Fall cool aus. Das gefällt mir. Egal, erstmal den Sockel aktivieren. Ah, jetzt geht's ja in die andere Richtung. Ah, ich muss immer in die Richtung des Lichts. Schätze ich mal. Theoretisch sind da aber halt noch andere Türen. Zum Beispiel diese. Die ich auch mal hier so, ne? Erkunden will. Oh, scheiße. Die fliegen ja gar nicht weg. Oh, scheiße. Ich hoffe, die One-Hit mich nicht. Also knapp. Knapp, ehrlich knapp. Das gibt mir durchaus einen Grund zu speichern. Weil wenn ich so knapp was verrecke, dann kann es nächstes Mal in der nächsten Sekunde direkt schon anders laufen. Irgendwas? Nein. Aber noch eine Tür. Ich weiß nicht, ich gehe glaube ich schon irgendwie gerade den falschen Weg, aber das ist mir sowas von scheißegal. Muss ich nebenbei sagen. Ah, Granatring. Mit sowas gebe ich mich nicht mehr ab. Ah, mit der Truhe schon. Oh, ist eine gute Rüstung. Oh, eine Urne. Ist auch Gold drin. Lehne ich nicht ab. Okay, das Eisding ist immer noch hinter mir. Ist schön. Irgendwo ist einer. Ich habe dich gefunden. Ah, komm, schießen wir den jetzt einfach so ab. Will ich mich nicht groß rum stinkern hier. Kaiserlicher Bogen. Warum haben die Kaiserwaffen? Warum sind hier nicht noch mehr Gegner? Und warum ist die Brücke nicht unten? Ah, doch, ist sie doch. Ich dachte schon. In welche Richtung? In die Richtung muss ich. Ach so. Das ist kein Thema. Wohin geht's denn da? Ist da irgendwie ein Eingang? Da ist eine Tür. Boah, jo. Geht's halt einfach mal nicht. Klasse, ehrlich jetzt. Wir haben zwar eigentlich 53, aber stellt sich gerade als schwierig heraus. Ha. Oh, okay, das muss links sein, muss links sein. Oh, oho. Ohohoho. Ich bin Weihnachtsmann. Und Kokage bin ich auch noch. Yeah. Coole Sachen. Echt coole Sachen hier. Oh, nee, nicht schon wieder, du. Ehrlich jetzt. Also, weißt du, ich mag dich und so alles. Ich ruf dich ja nicht umsonst, aber stell dich nicht in meinen Weg. Ist nicht gut für dich, ist nicht gut für mich. Ist nicht gut für alle. Warum ist da einfach plötzlich ein Feuer? Unlogisch. Ja, ob das so unlogisch ist. Egal, Hauptsache irgendwas gesagt. Scheiß auf den Rest. Begräbnisurne. Gold! Gib mir mehr Gold! Da, bestimmt! Hahaha! Komm, gleich mal. Neun. Ja, wieder Gold! Scheiß auf den Rest, es gibt alles Gold! Scheiß auf die Quest, scheiß auf das Artefakt, was ich vielleicht bekomme. Gold! Das ist, warum ich hier bin. Ganz klar. Was soll es denn sonst sein? Oh, scheint, als wäre ich wieder draußen.
ein bisschen. Wahrscheinlich geht's gleich eh wieder rein. Oh, das sieht cool aus. Das sieht sehr cool aus. Oh ja, da geht's wieder rein. Oh, das. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ach Gott, Expertenschloss kotzt mich das an. Ja, natürlich. Völlig okay. So, können wir Magier, mit dem wir eigentlich nicht so diebesmäßig unterwegs sind, haben wir schon fast 72 jetzt. 72er Schloss knacken. Haben wir doch einiges geknackt, würde ich sagen. Nicht fliehen, bla bla bla. Da fällt mir ein. Magie, Beschwörung, wo ist Beschwörung? Das hier. Beziehungsweise, nein, wir müssen erstmal das Buch lesen. Oh, bitte habe ich es mitgenommen. Ich weiß es nicht mehr so recht. Schreckenszombie, genau. Einen sehr mächtigen Toten wieder. Oh, jawohl. Das muss ich nämlich mal ausprobieren. Expertenzauber. Was ist dann Meisterzauber? Kann ich mir nicht so unbedingt vorstellen, muss ich sagen. Egal, wir gehen wieder rein. Probieren wir dann mal später, wenn wir irgendwas Brutales finden, ob wir das wiederbeleben können. So wie ein Mammut oder ein Riesen. Das wäre ja mal ultra mega hammergeil. Oder Alduin. Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben, aber wäre lustig. Alduin, der immer mit mir rumrennt. Hätte was. Oder allgemein Drachen wiederbeleben. Das wäre so awesome. Ich glaube, mir wird einer abgehen. Hier werden bestimmt Gegner sein. Jo. Ich würde sagen, ich mache erstmal die Gegner, bevor ich mich weiter umgucke. Nächster. So. Schön die Seelen einfangen. Ja, da wird doch wohl noch jemand sein. Ja. Den haben wir auch gleich. Also der Frosttyp macht echt wenig Schaden. Ist mir zwar irgendwo schon Wayne. John Wayne. Wo ist denn der jetzt? Der wird da oben drin sein. Wahrscheinlich schon. Ha, vermisste Leiche. Boah, noch mehr Gold. Ey, das ist echt hammerhart. Ich dachte, das wäre so Glücksfall gewesen, aber anscheinend geben die alle so viel Gold derweil. Das könnte sogar davon kommen, dass wir Alduin getötet haben. Ich meine, theoretisch. Für mich ist es durchaus denkbar, dass es deswegen ist. Hm, egal. So. Hoch langsam mal. Ja, geh mal hoch. Warum nicht? Warum nicht? Oh, cool. Tränke. Das wird Gift sein. Nein, Magieresistenz. Da geht's aber auch wieder rein. Eisentür. Aufschließen geht nicht. Ha. Interessant. Was bringt das? Das wird da vorne weitergehen. Yep. Und dann da hoch? Wahrscheinlich, wenn ich es auch aktiviert habe. Ha, wie kommen wir da rüber? Gute Frage. Wow! Wow! Fuck, mein Herz. Oh Gott, das ging in die Hose, du. Das ging in meine Hose. Nächster. Da muss noch einer da sein. Das wäre viel zu leer. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ah, die will ich jetzt nicht alle durchgucken. Ist mir zu lang alles. Ja, mit langen Sachen kenne ich mich aus. Ne? Ah, tut mir leid. Musste sein. Holztür. Oh! Fuck you! Ich habe nicht gespeichert gehabt. Oh! Scheiße. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Die haben mich immer an den Eiern. Immer. Ich mache es auch anders. Ich beende jetzt die Episode. In der nächsten bin ich wieder an der Stelle. Nur diesmal nicht tot. Und deshalb sage ich schon mal auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Episode. Und ciao.